So, heute wollen wir am Beispiel einer Dramenszene. Es geht um Schillers Theaterstück Kabale und Liebe, zeigen, wie man gewissermaßen ihr Verhältnis zu der Vorgängerin klärt. Denn ein Drama stellt ja einen Konflikt dar, der sich weiterentwickelt. In der ersten Szene ist er grundsätzlich vorgestellt worden. Jetzt in der zweiten wird darauf aufgebaut. Und es ist wichtig, das zu verstehen, was sich dann ändert und weiterentwickelt. Es geht also um die Bedeutung der Voraussetzung, was ist vorher präsentiert worden und wie ist die weitere Entwicklung. Und am Ende natürlich auch, was sind die Aussagen der nächsten Szene. Auf dieser Seite haben wir das noch ein bisschen genauer dargestellt. Das kann man sich aber alles durchlesen in der Dokumentation. Das ist im Wesentlichen nichts Neues. Und wir wenden uns jetzt lieber der eigentlichen Entwicklung zu. Damit sind wir auch schon bei dem Kernproblem dieses Videos. Wir haben uns da so intensiv reingearbeitet, dass am Ende ein völliges Chaos aufgetaucht ist. Wir haben das allerdings mit einem Schüler aus der Nachbarschaft dann eben besprochen und mit dessen Hilfe haben wir es geschafft, aus diesem Chaos doch noch ein bisschen Klarheit zu entwickeln. Und zwar hier links sieht man die Voraussetzungen, Stand des Konflikts am Ende der ersten Szene. Das haben wir geordnet nach Vater. Er hat Sorge wegen Beziehung seiner Tochter zu dem adligen Ferdinand. Dem will er ein Ende machen. Besondere Angst hat er, dass dabei ein uneheliches Kind entsteht und die Tochter sitzen gelassen wird und dann hat sie keine normalen Heiratschancen mehr in der damaligen Zeit. Die Frau, also die Mutter, will mögliche Gefahren nicht sehen. Sie glaubt an die wahre Liebe Ferdinands und den möglichen Aufstieg der Tochter. Und am Ende will der Vater einfach nur noch zum Präsidenten, das ist der Vater dieses Adligen, und mit dem gewissermaßen von Vater zu Vater reden. Und er macht auch ganz deutlich, dass er da klarstellen will, er glaubt nicht an eine mögliche Heirat, will aber auch keine einfache Affäre. Im Text selbst wird das viel drastischer dargestellt, aber das ist der Stand des Konflikts. Wenden wir uns also jetzt dem ersten Abschnitt der zweiten Szene zu. Das Ganze ist immer so aufgebaut, dass hier der Text selbst erscheint und wir ihn dann kurz auf das Wesentliche reduzieren. Hier ist die Auswertung, das verbinden wir aber damit. Und hier unten ist noch ein kleines Schaubild, das das deutlich macht. Aber wir zeigen jetzt, wie man aus dem Chaos doch Klarheit gewinnen kann. Man sieht also hier, da taucht jetzt in der zweiten Szene der Sekretär Wurm auf. Das sind zwei Dinge. Auf der einen Seite ist er Sekretär des Präsidenten, ne, hat also Anteil an der Macht, aber er ist auch ein ganz normaler Mensch, der eben Wurm heißt und der jetzt plötzlich feststellt, dass er zwischen dem Adligen Kavaliersgnade heißt, dass die Mutter sich zumindest freut darüber, dass da ein Adliger eben sich für die Tochter interessiert und bei ihm gibt es nur ein bürgerliches Vergnügen. Er gehört also dem einfacheren Stand an und das hat der Mann durchaus erkannt. Die Frau versucht aber dann ein bisschen zu beruhigen, doch verachten wir darum niemand, aber das ist eigentlich Geschwätz, wie sich gleich herausstellen wird. Kommen wir jetzt zum nächsten Abschnitt, konzentriert auf das Zentrum des Inhalts. Der Wurm wird jetzt ein bisschen deutlicher, ne, finde ich hier. Er meint damit die Luise, die Tochter, meine zukünftige, also ne, meine zukünftige Ehefrau, oder nur meine gewesene, weil die sich jetzt in Richtung Adel orientiert. Und er wird dann auch wieder beruhigt, erstmal von der Frau. Und er sagt dann, es freut mich, ich werde einmal eine fromme christliche Frau an ihr haben. Das heißt, die Mutter hält noch den Anschein aufrecht, ne, als hätte er wirklich eine Chance. Aber sie schaut dabei schon dumm vornehm und Wurm, der Besucher, macht auch schon falsche Augen. Das heißt, der glaubt das Ganze nicht so ganz, was da abgeht. Im dritten Abschnitt wird das dann ein bisschen verschärft. Die Frau sagt zu diesem Sekretär Wurm, können Sie nicht selber zu der Einsicht kommen? Sie führt das nicht näher aus, aber das ist schon deutlich und darum ist ja Miller, ihr Mann, auch voller Zorn, weil sie jetzt eben deutlicher wird. Denn sie sagt dann nämlich auch, gut ist gut und besser ist besser und einem einzigen Kind, ihrer Tochter also, mag man doch nicht vor seinem Glücke sein. Das heißt, es an seinem Glück hindern. Also jetzt wird immer klarer und sie sagt uns auch, Sie werden das ja wohl merken, Herr Sekretare, dass die eigentlich ganz andere Dinge vorhat. Und Wurm rückt dann auch unruhig im Sessel herum, kratzt sich hinter den Ohren und zupft an Hemdsärmeln und so weiter. Körpersprachlich hochinteressant. Und
Am Ende sagt die Frau dann ganz deutlich, weil eben halt der liebe Gott meine Tochter Pardou, da merkt man auch, die versucht Französisch zu sprechen, was damals die Sprache der Adligen war, das kommt nicht so richtig über, zur gnädigen Madame will haben. Das heißt, hier am Ende dieses Abschnitts wird ganz eindeutig klar, meine Tochter soll sich nach oben hin orientieren und das ist natürlich letztlich eine offene Kampfansage. Es ist kein Wunder, dass der Wurm hier richtig vom Stuhl hochfährt. Das hat er nicht erwartet. Miller versucht ein bisschen zu vermitteln. Bleiben Sie doch sitzen und sitzen. Und wo soll denn die Madame herkommen und so weiter? Die Frau verschärft das dann noch. Ne? Was ich weiß, das weiß ich. Und was der Herr Major, der Ferdinand, gesagt hat, das hat er gesagt. Und Miller völlig aufgebracht. Ne? Willst du dein Maul halten? Ne? Geh in die Küche zurück, marsch in die Küche und so weiter. Und dann Sekretär, kehren Sie sich nicht an das dummes Zeug, was die Frau da erzählt. Ne? Das heißt also, jetzt haben wir eigentlich auch die Aufregung bei dem Gast. Der hat es inzwischen begriffen und es ist jetzt spannend, wie er weiter vorgeht. Jetzt kommt die Strategie, die der Wurm einschlägt, nämlich einmal, auch habe ich es nicht um sie verdient, Herr Musikmeister, und ich hatte doch Ansprüche an ihre Tochter, ne, also nicht verdient, so eine Art moralische Verpflichtung, aber er behauptet auch, er sei rechtliche Verpflichtungen da eingegangen, so umgekehrt, der Miller mit ihm. Und dann kommt der nächste Bereich, ich habe ein Amt. Das kann mich und meine Familie ernähren. Der Präsident ist mir bewogen, also ist gut mir gegenüber eingestellt. Ne? Und er wird mich empfehlen, wenn es um höhere Ämter geht und so weiter. Und am Ende sagt er, Sie sehen, meine Absichten hier auf Ihre Tochter, Luise, sind ernsthaft. Und das grenzt er ab gegenüber dem adligen Windbeutel. Gemeint ist damit so die Adligen, bei denen es damals durchaus üblich war, dass die durch die Gegend zogen und Mädchen irgendwelche Hoffnungen machten. Aber entscheidend war am Ende dann, was die Familie ihnen vorgeschrieben hat, wen sie zu heiraten hatten. Und der Windbeutel, dann schimpft die Frau auch noch los, ein bisschen mehr Respekt hier, wenn man bitten darf und so weiter. Das heißt auf jeden Fall, hier ist es insofern interessant, weil er versucht hat, Argumente zu bringen, die für ihn sprechen und gegen den Adligen. Und jetzt wird es richtig spannend. Miller sagt etwa seiner Frau, halt du dein Maul und so weiter. Und zu dem Sekretär sagt er, lassen es gut sein, es bleibt beim Alten. Aber jetzt wird es spannend. Er sagt nämlich, mein Stand der Dinge ist, ich zwinge meine Tochter nicht. Stehen Sie ihr an, das heißt, gefallen Sie ihr wohl und gut, so mag sie zusehen, wie sie glücklich mit Ihnen wird. Das ist natürlich eine Formulierung, die nicht sehr positiv ist. Er geht nicht unbedingt davon aus, also sehen, wie sie es irgendwie hinkriegt. Schüttelt sie den Kopf, noch besser. Ne? Das ist ihm so rausgerutscht, darum korrigiert er es gleich. In Gottes Namen wollte ich sagen. So stecken Sie den Korb ein, also wenn man da nicht angekommen ist, und trinken eine Flasche Wein mit dem Vater. Und jetzt kommt's, das Mädchen muss mit Ihnen leben, nicht mit mir. Warum soll ich ihr einen Mann, den sie nicht leiden kann, an den Hals werfen? Und er entwickelt dann noch so seine Ängste, was das Alter angeht, wenn ich ja mal alt bin und so weiter. Und die Frau und meine Tochter hat den falschen Mann geheiratet, dann habe ich nur Ärger und den bekomme ich jeden Tag dann aufs Butterbrot geschmiert. Die Frau lehnt sich weit aus dem Fenster, kurz und gut, ich gebe meinen Konsens nicht dazu, also ich stimme da nicht zu. Meine Tochter ist zu was Hohem gemünzt, vorbereitet, vorgesehen und ich gehe zum Gericht sogar, wenn mein Mann sich beschwatzen, bereden lässt. Das ist natürlich sehr unrealistisch, denn damals hatten Frauen nicht viel zu melden, wenn der Mann anderer Meinung war. Und Miller kann am Ende nur schimpfen, willst du Arm und Bein in zwei haben, soll ich dich verprügeln hier, du Wettermaul, du erzählst hier irgendwelche Dinge, wie das Wetter entsprechend ist. Also hier sieht man deutlich, dass der Vater eine sehr moderne Einstellung hat, die damals auch zum Sturm und Drang natürlich schon passte, dass die Menschen selbst sehen müssen, dass sie glücklich werden und das sollen nicht andere für sie bestimmen. Tja, jetzt macht der Wurm den Fehler seines Lebens. Er sagt nämlich, ein väterlicher Rat vermag bei der Tochter viel. Das heißt also jetzt, er hat wahrscheinlich gar nicht begriffen, was der Mann da gesagt hat, sondern er möchte, dass er jetzt für ihn ein gutes Wort einlegt und dann fährt der Miller richtig aus der Haut. Das ist nicht der Hagel. Das Mädchen muss sie kennen, ne? Muss sie also letztlich lieben.
Und jetzt kommt doch stärker, was ich alter Knaster, was ich alter Mann an Ihnen so sehe, das ist gerade nicht so zum Fressen für junge Mädchen. Das heißt, er sagt ihm ganz offen, also wie Sie aussehen, kann ich gut verstehen, wenn junge Mädchen Sie nicht haben wollen. Er macht auch dann deutlich, dass die Frau sich bedanken würde, die junge Frau, also die Tochter. Ich rate meiner Tochter zu keinem. Und jetzt kommt es alle ganz scharf. Aber Sie missrate ich meiner Tochter. Das ist doch Deutsch. Jetzt, wo ich so richtig gesehen habe, wie Sie so drauf sind, werde ich meiner Tochter eher sagen, nimm den Mann nicht. Ne? So. Einem Liebhaber, der den Vater zu Hilfe ruft hier oben, traue ich, erlauben Sie keine hohle Haselnuss zu. Das heißt, dem traue ich gar nichts zu für später. Und dann entwickelt er jetzt noch ein anderes Konzept. Ne? Da, hinter dem Rücken des Vaters, muss er sein Gewerb an die Tochter bestellen. Das heißt, wenn jemand ein Mädchen liebt, dann muss er auch hinter dem Rücken des Vaters vorgehen, was natürlich eigentlich völlig seiner Vorstellung widerspricht, die er früher mal geäußert hat. Aber er lässt so richtig die Gefühle hier raus. Und sogar, ich finde, dass das Mädchen lieber Vater und Mutter zum Teufel wünschen soll, als dass sie ihn, den wirklich Geliebten, dann fahren lässt. Und das ist für ihn eben der richtige Liebhaber und der Rest, der soll auf seinem Gänsekiel nach Hause reiten. Das heißt auf Deutsch, er macht sich hier über den Wurm lustig und sagt eben dann, komm, bleib bei deinen Stiften, deinen Schreibereien, meine Tochter ist nichts für dich. Ja, der Wurm erkennt jetzt die Zeichen der Zeit, nimmt Hut und Stock und verschwindet im Prinzip. Miller ruft ihm noch langsam nach, warum geht's denn schon? Sie haben doch gar nichts gegessen, getrunken und so weiter. Natürlich, dummes Zeug vor dem Hintergrund dessen, was da gelaufen ist. Er begreift gar nicht so richtig, was da läuft. Und beim Zurückkommen spricht er davon, nee, Gift ist das, kann sein, ein widriger Kerl, ein fürchterlicher Kerl ist das im Prinzip. Mit tückischen Mausaugen, dem Mann kann man nicht trauen und so weiter. Und er entwickelt dann hier so Vorstellungen, wie der wohl von der Natur zusammengestellt worden ist. Das sind also pure Beleidigungen. Allerdings hört der Wurm das nicht mehr. Ehe ich meine Tochter an so einen Schuft wegwerfe, lieber soll sie mir, und das lässt er dann offen. Man merkt aber ganz eindeutig, was der gute Miller von Wurm hält. Ja, die Frau freut sich natürlich und meint, sie könnte da einstimmen. Ne, giftig der Hund, ne, man wird ihr das Maul sauber halten und so weiter. Und das nimmt er natürlich auf. Mensch, du mit deinem Junker, du hast mich voll in Harnisch gebracht. Du hast mich hier in eine fürchterliche Situation gebracht, wo ich meine Gefühle rausgelassen habe mit deinem dummen Gerede von der gnädigen Madame und so weiter. Ne, denn dieser Mann, ne, der wird dafür sorgen, dass morgen alles am Marktbrunnen ausgeschellt sein soll. Das heißt, jetzt erfahren es andere Leute. Und dann vor allen Dingen auch noch der Fürst, dessen Mätresse, auf die wir später noch eine Rolle spielen, also die Geliebte des Fürsten, und eben auch der Präsident, der Vater des Adligen, der über sehr viel Macht verfügt. Und er ahnt dann schon, dann kommt das siegende Donnerwetter über uns, also ein fürchterliches Unglück wird uns dann packen. Wir haben hier am Schluss dann mal versucht herauszufinden, was sich da jetzt ergeben hat. Das hier links ist die alte Situation, da ist der Vater Miller, ne, der sich als Herr im Haus fühlt, der seine Tochter liebt und in Sorge ist, dass die sich an den falschen Mann klammert und dabei keine Chance hat, außer dass sie ihre Ehre verliert. Und Mutter Miller ist da ganz anders drauf, ne, die macht sich Hoffnungen, dass aus Luise und der Liebe zu dem Ferdinand was wird. Das war die Ausgangssituation. Das ist also die bürgerliche Welt, sie ist ohne Macht, aber es zeigt sich deutlich, dass sie eine religiöse Grundlage hat und auch Moral entsprechend. Und jetzt haben wir hier hinzugekommen in der zweiten Szene den Wurm als Sekretär, und damit ist er Diener der Macht. Der Präsident verfügt im Auftrag des Fürsten über ziemlich viel Macht hier, Welt der Macht und des Adels im Prinzip. Der hat eben Interesse an dieser Luise, aber dieser Vater Miller macht ganz eindeutig klar, dass Liebe wichtiger als die Interessen. Das Problem ist jetzt, ne, dass in der zweiten Szene was passiert ist, das wird jetzt ganz so öffentlich. Er wollte ja gerne direkt mit dem Präsidenten sprechen, von Vater zu Vater, und jetzt hat er sich einen Feind gemacht, der alles tun wird, um das negativ für ihn darzustellen, eine deutliche Verschärfung des Konflikts in der zweiten Szene. So, wir hoffen, dass diese Kurzfassung einen guten Überblick gegeben hat über das Wesentliche.
Die gesamte Dokumentation legen wir hier ab. Dort wird auch entsprechend der Link angegeben bei den Informationen. Dort Aktualisierung, Korrektur möglicher Fehler und auch gegebenenfalls weitere Erläuterungen. Denn wir interessiert sind wir immer an Fragen und Anregungen. Die kann man hier an uns herantragen und die bringen wir auf dieser Seite entsprechend auch unter. Und wir freuen uns über jeden, der unseren Kanal abonniert hat und das auch eventuell dann ihn weiterempfiehlt. Denn es könnte ja sein, dass das nächste Video wieder sehr interessant ist. Wir wünschen auf jeden Fall viel Erfolg.